Während die einen ihren Garten schon frühlingsfit machen, zieht es die anderen in den Schnee. Also ab in die Alpen und wenn es nur für ein paar Stunden ist, zum Beispiel nach Oberbayern. Dort kommen schneehungrige Skifans noch auf ihre Kosten. Aber wie steht's da eigentlich so auf den Hütten in Sachen Hygiene? Drücken die Behörden bei erschwerten Bedingungen in den Bergen eher ein Auge zu als im Tal? Wir haben einen Kontrolleur beim Einkehrschwung begleitet. Winter in den Alpen. Der Berg ruft. Knurrt auf 2000 Metern irgendwann der Magen, bleibt dem Bergsportler nichts anderes übrig, als in einer der Berghütten einzukehren. Was Essen und Übernachtungen angeht, haben die aber nicht immer den besten Ruf. Im Internet warnen verschreckte Besucher vor Hütten mit verdreckten Betten, ranzigem Schnitzel und unhygienischen Toiletten. Damit das Einzelfälle bleiben, ist Kontrolleur Alexander Höhne täglich im Einsatz. Denn mangelnde Hygiene ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Man sagte häufig, die Gästetoiletten geben, sage ich mal, so ein gewisses Bild, wie es vielleicht auch in der Küche aussieht. Stimmt aber auch nicht immer. Gell? Da haben wir auch schon, sage ich mal, ganz unterschiedliche Sachen gesehen. Für den Blick hinter die Kulissen scheut der Lebensmittelkontrolleur keine Anstrengung. Erste Station heute, das Gipfelrestaurant auf dem Brauneck. Also, grüß Gott, das Landratsamt, die Lebensmittelkontrolle, Höhne, grüß Sie, guten Morgen. Auf haben wir noch Handversteck. Fettqualität in der Fritteuse, Ablagerungen im Dunstabzug. Zentimeterweise nimmt Höhne die Küche unter die Lupe. Die Glasel, astrein gespült. Die werden halt zum Austauschen, gell? Ja, beim Holz ist es halt so, wenn es dann so brüchig wird vorne, dann kann sich halt leicht auch was festsetzen von der Verunreinigung, was man einfach nicht mehr entfernen kann. Diese Kochlöffel müssen weg. Zapfine. Putzmuffel werden so schnell enttarnt. Wenn nicht täglich gereinigt wird, kann man da eigentlich relativ einfach kontrollieren. Die sind jetzt blitzeblank. Frau Sine, da ist ein bisschen was ausgelaufen. Ja, das müssen wir machen. Oh, ja. Für Höhne geht's jetzt in das Herz der Hütte. Wie sauber wirklich gearbeitet wird, zeigt sich meistens im unterirdischen Lager. Vor allem die Schankanlage kann schnell zur Bakterienschleuder werden. Belege quasi in der Leitung festzustellen. Oh, Sini, wir machen die Leitungen bei euch sauber. Die Leitung muss ausgetauscht werden. Das ist dann quasi die Gasleitung. Ah, die Leitung beim Hellen, die schaut nicht sonderlich toll aus. Auch auf der Hütte gilt, alles wird akribisch festgehalten. Kleinigkeiten, aber die Wirtin muss sie trotzdem beheben. Trotz widriger Bedingungen auf dem verschneiten Gipfel. Allein der Weg, also wenn man Lebensmittel hochbefördern muss, ist alles ein bisschen schwieriger natürlich. Dann hast du mehr einen Stromausfall oder alle gehen duschen und das Wasser ist kalt oder solche Sachen. Also es ist schon, es gibt viele Herausforderungen. Rasante Abfahrt zum nächsten Betrieb. Gravierendes hat Höhne im Brauneckhaus nicht gefunden. Zum Glück. Denn Lebensmittelkontrolle kann auch eklig sein. Wenn jetzt Schädlinge irgendwo wie Schaben oder Mäuse oder sowas im Betrieb dann ist das mit Sicherheit, sage ich mal, das, was den höchsten Ekelfaktor natürlich hat. Neben natürlich auch verdorbenen Lebensmitteln, überlagerten Lebensmitteln. In der Tölzer Hütte ist der Mittagsbetrieb gerade in vollem Gange. Jetzt prüfen wir da die Lebensmittel auf frische Qualität. Kas, Fleisch, Würst, da haben wir schon vorher reingeschaut. Dichtungen, ob sie sauber sind. Unerbittlich leuchtet Höhne in jede noch so kleine Ecke, aber er ist nachsichtig. Der Besucherandrang zur Faschingswoche hat den Wirten alles abverlangt. Ein bisschen so die Ecken noch, aber es war halt nach der Woche jetzt kein Thema. Dafür schaut es wirklich gut aus. Der Blick in Schüsseln und Vorratsboxen verrät schnell, ob es der Hütteninhaber mit dem Verfallsdatum nicht so genau nimmt. Wir können auch die Leute ein bisschen einschätzen, ob jetzt jemand, sage ich mal, dann auch wirklich, wenn was kaputt ist, ob er es wegschmeißt. Okay? Oder ob er eher dazu tendiert, vielleicht dann, sage ich mal, auch noch was Verdorbenes zu verarbeiten. Auch das kommt natürlich vor. Doch hier ist sogar das Herstellungsdatum vermerkt. Auf geht es zur Floriansshütte. Die Sauberkeitskontrolleure haben ein ständiges Auge auf den Großbetrieb mitten im Skigebiet. Heute will Höhne vor allem eins wissen, ob die Personaltoilette seit der letzten Kontrolle saniert wurde. Gut. Ah, da habt ihr zugesperrt. Ist fürs Personal. Genau, ist fürs Personal, perfekt. Seifepapier ist da. Die Personaltoilette soll verhindern, dass das Küchenpersonal mit den Keimen kranker Gäste in Berührung kommt.
Wir haben jetzt hier an guten Tagen vielleicht 800 Essen, vielleicht sogar noch mehr, die dann vielleicht hier die Küche verlassen. Dann ist es natürlich schon wichtig, dass das Küchenpersonal eine eigene, saubere Toilette dann einfach hat. Ja. In der Florianshütte ist alles tipptopp in Ordnung. Zum Glück auch für den Kontrolleur. Denn am schlimmsten ist es für ihn, wenn er einen Betrieb schließen muss. Auf der einen Seite natürlich die notwendige Maßnahme, aber es ist mit Sicherheit eine sehr unangenehme Sache. Also mit sehr viel Emotionen oft auch verbunden. Doch die mussten heute nicht hochkochen.